Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Und zwar habe ich in den letzten Tagen dieses Buch hier gelesen. Ihr kennt das bestimmt, dass ihr gar nicht nach einem bestimmten Thema sucht oder nach einem bestimmten Buch sucht, sondern dass euch das einfach so beim Blättern beispielsweise oder beim Scrollen irgendwie angezeigt wird. Und so war das bei diesem Buch hier. Und ich habe mich von dem Titel direkt angesprochen gefühlt. Und zwar ist das, wenn du geliebt werden willst, dann liebe. Die Magie der liebevollen Achtsamkeit von Ronald Schweppe und Alyosha Long aus dem Integral Verlag. Ist ein Taschenbuch für 18 Euro. Verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Und zwar möchte ich erstmal so ein bisschen darauf eingehen, warum ich mich aktuell sehr davon angesprochen gefühlt habe. Also hinten steht auch so schön, warum Liebe kein Zufall ist und wie wir sie in unser Leben holen. Also das ist tatsächlich, also logisch ist das ein Thema für mich. Ich bin jetzt seit über 2 Jahren Single und das ist jetzt kein Zustand, wo ich sage, ja. also ich habe mal gesagt, und das stehe ich auch immer noch dahinter, dass ich nicht aktiv auf der Suche bin, dass ich nicht auf irgendwelchen Online-Dating-Plattformen unterwegs bin. Mein letztes Date liegt jetzt auch schon eine ganze Weile zurück. Weil ich einfach gemerkt habe, also im ersten Jahr habe ich unglaublich viel gedatet, unglaublich viele Männer kennengelernt und irgendwie kam ich immer zu einem Punkt, dass es nicht gepasst hat, dass es nicht funktioniert hat. Und ich habe halt einfach gemerkt, es ist irgendwas hier drin, was ich erstmal herausfinden muss, was ich erstmal lösen muss, um dann einen Partner zu finden, der wirklich zu mir passt. Und da ist natürlich viel Aufarbeitungsarbeit passiert, aber auch viele Monate, wo einfach gar nichts passiert ist, weil ich am Anfang schlechten Zugang dazu gefunden hatte. Ich wusste, es kann nicht daran liegen, an meiner eigenen Selbstliebe zu mir selbst. Die ist nach wie vor stark und auch nachdem ich das Buch gelesen habe, weiß ich, dass ich da sehr, sehr gut aufgestellt bin in diesem Bereich. Es musste also irgendwas anderes sein. Und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie das passiert ist, aber Silvester 2019 ist dann bei mir irgendwie wie so ein Knoten geplatzt und es hat irgendwie Sinn ergeben. Und zwar, ich stelle mir das immer sehr gerne sehr visuell vor, ich bin ein sehr visueller Mensch, habe ich um mein Herz herum eine große Betonmauer gebaut. Das habe ich nicht bewusst gemacht, ich kann euch auch nicht sagen, wann und wie das passiert ist. Und ich habe die auch tatsächlich erst seit diesem Jahr wahrgenommen. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich mich nicht vor der Liebe verschlossen habe, aber man redet sich ja gerne Krempel ein, wenn man das für sich einfach noch nicht reflektiert hat. So, und ich habe halt für mich erkannt, dass ich da so Betonmauern aufgerichtet habe. Und dann habe ich angefangen, mit diesen Betonmauern zu arbeiten. Und das ging relativ flugs, als ich einmal herausgefunden hatte, was da eigentlich los ist. Und wenn wir weiter bei diesem Visuellen sind, es ist halt wirklich so, dass ich mir vorstellen kann, dass ich diese Betonmauern runterfahre, ganz bewusst. Dann lege ich quasi den Herzraum frei und dann so eine große Tür öffne und dahinter liegt mein Herz und da strahlt einem dann sofort gleißendes, goldenes Licht entgegen. Und das ist so für mich dieses mein Herz öffnen und die Liebe, die ich in mir trage, auch nach außen ausstrahlen. Und mit diesem Bild habe ich ganz, ganz viel geübt. Also habe mich auch wirklich hingesetzt und ganz bewusst die Mauern runtergefahren, die Tür geöffnet und das Licht weit strahlen lassen. Und das hat tatsächlich so, so viel in mir bewegt, aber auch in meiner Umgebung bewegt und in den Begegnungen, die ich hatte. Und das, wenn man das dann einmal weiß, dann kann man viel, viel besser reflektieren und schauen. Also es gibt Tage, Momente, da bekomme ich die Betonmauer ums Verrecken nicht runter. Oder ich bekomme die Betonmauer zwar runter, aber ich kriege die Tür nicht aufgestoßen. Es gibt einfach so Tage, wo das Herz sich einfach verschließt. Das sind dann diese Schutzmechanismen, die sich irgendwann mal in meinem Kopf gebildet haben und die dann einfach greifen. Und wo ich da einfach noch nicht stark genug bin, da dann auch dagegen anzukommen. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass man mal nicht so einen guten Tag hatte, dass Dinge passiert sind, wo man sich einfach verschließt, wo man einfach das Herz verschließt. Und das ist okay. Wichtig für mich ist nur, dass ich in den entscheidenden Momenten sagen kann, nehmen wir jetzt mal ein fiktives Beispiel, ich hätte ein Date, dass ich da im Vorfeld sagen kann, Mauer runter, Türen auf und volle Pulle Ole.
Weil nur dann kann dieses ganze Spiel funktionieren, wenn ich halt mein Herz öffne. Und da kommen wir dann wieder zu diesem Buch. Wenn du geliebt werden willst, dann liebe. Also wenn ich Liebe bekommen möchte, dann muss ich auch mein Herz öffnen können. Und darum geht es im Grunde. Wir sagen immer alle, das höre ich auch so oft, wenn es ums Thema Selbstliebe geht, weil ich da immer sage, wenn du dich selbst liebst, dann kannst du andere lieben. Und die Leute sagen immer, na, ich liebe doch meine Kinder. Aber dann wisst ihr nicht, was es wirklich bedeutet, wie viel Liebe man tatsächlich geben kann, wie rein und wahrhaftig und magisch Liebe wirklich sein kann. Also erst, wenn man bei sich selbst anfängt, kann man wirklich 1000% Liebe auch nach außen geben. An die Kinder, an den Partner, an Familie, an Freunde, an Feinde sogar. Auch darum geht es in diesem Buch. Das hat mir tatsächlich sehr geholfen, wie man auch Menschen und Situationen annehmen kann, die man halt echt richtig, 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 richtig kacke und scheiße findet und auch nicht verändern kann. Also wie man das so ein bisschen für sich transformieren kann. Ich lese euch jetzt noch mal einmal hier hinten kurz vor. Eine tiefe, liebevolle Beziehung zu anderen Menschen ist so wichtig wie die Luft zum Atmen. Erster, so, so wichtiger Satz, was wir in unserer heutigen Zeit so krass vernachlässigen ist. Viele von uns atmen sowieso nicht richtig und konzentrieren sich zu wenig darauf. Aber Punkt 2, eine tiefe, liebevolle Beziehung zu anderen Menschen. Schon dieses tiefe Beziehung findet ja bei den meisten nicht statt. Reflektieren kann ich sagen, ich hatte bisher in meinem Leben noch keine tiefe, also wirklich tiefgehende Liebesbeziehung. Doch oft sehnen wir uns danach vergebens, denn wir übersehen die einfache Wahrheit. Wir können nur dann geliebt werden, wenn wir selbst zu lieben lernen. Nicht nur unseren Partner und unsere Freunde, sondern auch schwierige oder fremde Menschen und nicht zuletzt uns selbst. Und darum geht es einfach, die Liebe zu mir selbst, also Selbstliebe, um Vergebung, um Annehmen, um auch Mitgefühl nach außen, um soziales Engagement geht es auch ein Stück weit. Wirklich sehr, sehr schön und auch immer erklärt, warum und was es mit dir macht und sehr motivierend und inspirierend. Basierend auf spirituellen und psychologischen Erkenntnissen eröffnen Ronald Schweppe und Alyosha Long einen neuen Weg für alle, die auf der Suche nach wahrer Verbundenheit mit ihren Mitmenschen sind. Also erstmal, es ist nicht zu arg spirituell. Man kann sich wirklich sehr wunderbar damit identifizieren. Es ist auch einfach und logisch geschrieben und nachvollziehbar. Und diese wahre Verbundenheit, das ist tatsächlich etwas, wonach ich mich sehne und das ist ein Ziel, was ich habe. Also wirklich eine wahrhaftige, tiefe Verbundenheit zu meinem Partner. Mit kleinen Übungen und Meditationen zeigen sie, wie wir mit liebevoller Achtsamkeit unser Herz öffnen und unsere Liebesfähigkeit zum Erblühen bringen und dadurch auch selbst mehr Liebe, Geborgenheit und Vertrauen erfahren. Und das ist so, so schön, immer wieder so auch zu lesen. Und natürlich sind da einige Übungen, mit denen man sich vielleicht jetzt nicht identifizieren kann oder auch einige Themen, die einfach gerade nicht dran sind. Aber vieles kann man tatsächlich wunderbar einfach im Alltag integrieren oder neu integrieren. Auch relativ simpel und einfach und in kurzer Zeit. Und es ist wirklich dieses, ich mag ja immer Bücher, die dann auch sehr motivierend sind zu sagen, boah, ja, das will ich unbedingt machen. Und das schafft dieses Buch tatsächlich. Das heißt, wenn das so ein bisschen dein Thema ist, also das verrückterweise muss das nicht mal bewusst sein. Dir muss nicht mal bewusst sein, dass die Beziehung zu deinem Partner vielleicht besser laufen könnte, dass die Verbindung zu deinen Kindern vielleicht intensiver sein könnte. Aber wenn dich jetzt an irgendeinem Punkt dieses Buch angesprochen hat, dann möchte ich dir tatsächlich empfehlen, das mal zu lesen. Also da gab es ganz, ganz viele dieser Aha-Momente, die ich so liebe, wenn man ein Buch liest. Und es hat auch gar nicht so viele Seiten, nämlich nur 220. Das heißt, das schafft man auch mal mit wenig Zeit. Also das ist mal wieder so ein Buch, wo ich sage, das solltest du unbedingt gelesen haben. Egal, ob du gerade der Meinung bist, dass das ein Thema für dich wäre oder nicht. Es gibt so einige Bücher, wo ich sage, das sollte einfach jeder Mensch mal gelesen haben. Und dieses Buch gehört einfach dazu. Und deswegen wollte ich euch das in einem etwas ausführlicheren Video sehr gerne vorstellen.
Ich belasse es auch soweit und würde gerne das Buch für sich sprechen lassen, in der Hoffnung, dass sich tatsächlich der eine oder andere bestellt und mir dann sehr, sehr gerne mal schreibt, wie ihr es gefunden habt. Ich hoffe, mein Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!